Und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge RimWorld Staffel 2. Ja, heute ist mal ein bisschen was anderes. Ihr hört gerade nichts, ich weiß. Nicht erschrecken, jetzt kommt's. Gut. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Ich habe jetzt die Regler bei allem ein bisschen, ja, oben. Seht ihr gerade hier? Neues Programm. Ich probiere Dinge aus für bessere Aufnahmen und so. Neues Programm da, dies und das. Soundeinstellungen wieder machen. Freut mich. Ah ja. Und wir starten auch gleich rein. Und ich spiele heute mit der normalen Musik von RimWorld. Ich wollte es mal ausprobieren. Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwo lieber die Musik haben wollt, weil es ein bisschen belebender ist, weil das RimWorld-mäßig ist eher so extrem gechillt. Also, ja. Hat beides was. Und ich könnte Musik raussuchen, die extrem gechillt ist auch. Aber die ist eigentlich ganz gut im Hintergrund hier. Gut, aber wir starten jetzt mal rein. Hier unsere Tierchen. Was waren unsere letzten Probleme? Ah ja, wir haben unseren Freund verloren. Ah. Grab von Propo. Ah, armer Junge. Ich starte mal wieder rein. Mit normaler Geschwindigkeit. Wie sieht es hier so aus? Zufriedenheit. Ah, wir haben einen Verletzten. Bleibt ein neues Mitglied unserer Crew. Aluna geht gleich heilen. Muss hier die Steine wegpacken, weil das kostet Zeit. Ja. Danke, Luna. Ist super. Ich würde ihn ja gerne ein richtiges Bett da reinbauen. Kann ich das irgendwie reparieren? Das sieht beschädigt aus. Das ist beschädigt. Gut, die schlafen alle noch. Da liegt eine Knarre einfach draußen rum. Ist nicht gerade verantwortungsvoll hier, aber ich muss hier so ein kleines. Und schon kriege ich Nachrichten. Ist ja klar, die ganze Zeit keine Nachrichten, kaum bin ich hier. Hört den Regen, wie er tröpfelt. Luna kocht. Irgendjemand muss mal sauber. Luna und Wespe teilen ihre Überzeugungen über das Verhältnis zwischen Architektisch und den Nachteilen des Lebens. Okay. Technik, okay. Interessant. Lukas geht's wieder richtig schlecht. Die essen mal alles schön. Ich spule mal ein bisschen. Was machen die? Ah ja, der Zaun muss ja unbedingt mal fertig werden hier. Ja, bitte. Macht fertig. Lukas, priorisiere. Also. Du baust eh schon. Dann kann ich die endlich freilassen.
Ist jetzt zu? Nein, das eine, eins fehlt noch. Na, hier. Mach das zu. Ja, perfekt. Dann kann ich dies jetzt endlich vernichten. Und haben wir Leder? Nicht genug. Das heißt, wir müssten ein bisschen jagen. Hier ist Nahrung. Das wäre toll, wenn ihr abreißen würdet. Ein bisschen Metall brauchen wir immer. Ah, Wespe läuft da ganz runter. Da. Einen schönen Waschbären. Ein Häschen. Die sind nicht allzu gefährlich. Gut. Hier drin. Das könnte noch abgerissen werden, falls jemand Zeit hat. Ah, die machen Liebe! Die haben Liebe gemacht. Und Luna hat gleich gemolken. Was ist das überhaupt? Ist das Männchen? Weibchen, okay. Ergibt auch Sinn. Hier wird gejagt. Na? Lukas! Töten! Das bitte, das brauchen wir. Was ist damit? Nee. Abreißen, wenn dann. Total entspannt. Oh, Luna? Luna frisst sich durch... Ja, wieso hat Luna andauernd so Fressanfälle? Zum Ort springen, ja. Wir sollten auch ein bisschen mehr kochen. Ja, Wespe macht das gerade. Ich habe da jetzt nichts dagegen, dass Luna alle paar Sekunden was isst. Aber du könntest... Achso. Lukas, kannst du mal reinigen hier? Dankeschön. Nein, ah. Ich wollte das hier. Dass du hier sauber machst. Da ist mal was. Na? Ah. Schon wieder die? Sie greifen an. Sie werden sich vor ihrem Angriff vorbereiten. Die Toxinen greifen uns wieder an. Zum Ort springen. Nur ein Messer. Das sollte klar gehen. Ja. Haben wir ein bisschen Leder wieder? Also ich hab da ja 130. Ich sollte bauen. Aber hier kann ich überhaupt was in der Richtung bauen? Ja, da. Davon habe ich genug. Na, 40? Ist das nicht das Richtige? Ich mal 4 Stück. Ah, die greifen an. Leute, Angriffsmodus. Kann ich Luna hier? Okay, ihr zwei
Ja. Okay. Begib dich dahin. Gut. Wie es aussieht, lebt er noch. Hier zu einem Gefängnis umbauen. Ganz schnell. Mach mal Sorgen, ob das unsere Versorgung zusammenbricht, weil Luna momentan so viele Fressanfälle hat. Oder hat Luna die Fressanfälle, weil sie schwanger ist? Okay. Mal schauen. Also, bitte aufgeben. So, das Messer können wir gut verbrauchen. Das wird. Lebt er noch? Nein, er ist tot? Ist das ein Rufezeichen? Ah, er ist instant verblutet. Okay. Tut mir leid für ihn. Und wir leben gerade sehr vegetarisch, kommt mir vor. Ich gehe jetzt hier mal hin und ernte hier nochmal. So. Ist irgendwas auch in der Nähe? Ja, da. Hier, die wären auch nicht so weit weg. Ist das gerade zu laut? Glaub nicht. Mir kommt das gerade so ein bisschen vor. Wir brauchen mehr Vorräte. Das eins, was ich gerade halt jetzt sehe, was wir am ehesten brauchen. Vorräte. Ja, er wird vergraben. Kleidung können wir sicher noch gut gebrauchen. Die sind ja schon fertig. Wieso erntet niemand? Arzt, Hilfsarbeiter, kochen, jagen, bauen. Feldarbeit wäre Lukas. Priorisier das mal. Lukas macht irgendwie alles. gut. Ach. Er bricht aus. Okay. Hier. So. Gut. Ihr könnt aufgeben. Luna, kümmerst du dich? Um ihn. Ja. Das macht Luna. Ich habe wahrscheinlich vergessen, ihn zu überzeugen, oder? Okay. Also, weil keine Tür da ist. Okay. Ich muss hier auch noch. Ich sehe es gerade. Holzwand. Wo waren die nochmal? Strukturen hier. Da fehlt eine Holzwand. Und hier bauen wir gleich eine Tür rein.
Und da, wow, das reißen wir ab und bauen da noch ein Bett rein. Das ist nämlich unser Gefängnis. So. Was macht Lukas? Luna versorgt ihn. Und jetzt kurz nachschauen. Habe ich vergessen. Rekrutieren. Ja, Lukas macht Feldarbeit. Gut. Läuft's wieder hier ein bisschen. Luna legt sich ins Gras. Jetzt mache ich mal ein bisschen was zur Entspannung, oder? Habe ich da irgendwas Tolles? Stoff brauche ich dafür. Kann ich das auf den Tisch drauf bauen? Hocker. Habe ich irgendeinen kleineren Tisch? Finde ich irgendwie blöd. 3x3, das ist ja riesig. Ah, hier. Der ist gut genug. Dann so. So. Und darauf baue ich dann das andere Zeug. Lukas ist halt beim Essen. Wird hier aber auch angebaut. Soll hier auf Reis gehen? Oh. Was ist da los? Ist einer zum Ort? Ernährung geht runter. Luna, du kümmerst dich um ihn? Kleider, Privatier, Füttern. Okay. Bitte fütter ihn mal. Oh, Nahrung kommt rein. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht. Wie sieht es mit der Forschung eigentlich aus? Nein. Da. Forschung. Wir haben jetzt nichts wirklich. Ah, wir haben was zum Forschen, aber es hat noch keiner. Hier hat niemanden priorisiert, um zu forschen. Okay. So, jetzt wird gerade gekocht.
Luna, könntest du mal mit ihm kurz Gespräch? Entspannung. Wucht, Hitze. Was mache ich da noch? Freund. Momentan ist halt Nahrung. Wird gerade sehr viel angebaut wieder. Sobald es wieder alles angebaut ist, schaue ich das. Was? Ein Schaugeier. Was? Schauspieler namens Akia stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Oh, es ist jemand abgestürzt? Er gehört zur Fraktion. Ist das hier fertig? Lukas, priorisiere hier kurz Holz hinbringen. Und hier. Gut. Das hier ist Medizin, Lukas. Dann gehst du hier rauf. Rette. Wer weiß, vielleicht schließt sie uns an. Schließt sie sich uns an. Lukas, du schaffst das. Hier sehe ich gerade. Ist ein gutes Jagdgebiet. Wir brauchen ja noch. Wie sieht es denn da aus? Da fehlt noch ein bisschen was. Risiko. Schwerer Zusammenbruch. Lukas. Ach, Lukas. Du hilfst den Leuten andauernd. Wieso brichst du zusammen? Ich will ja nur friedlich sein. Und Wundinfektion zum Ort springen. Okay, Luna, tut mir leid. Kleide, priorisiere Behandlung von. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ist hier für von Blut entfernen, dass sie nicht nur hier die ganze Zeit. Es wird gekocht. Wir haben Eier. Ich will hier jetzt aber auch noch. Was habe ich denn? Davon habe ich, glaube ich, nein, habe ich nicht genug. Habe ich auch nicht genug. Und das war ja das. Habe ich auch nicht genug. Ich brauche halt Leder. Ah, da wird geredet, diskutiert. Sich ausgefesselt. Wo sehe ich das noch mal? Luna plus, die anderen eher minus und null. Okay. Er wäre ein guter Kämpfer. Konstruktion. Also im Bauen wäre gut. Handwerk? Ja, Tiere hätte ich gerne jemanden, den ich speziell auf Tiere. Und Pflanzen, dann könnte er das übernehmen.
Okay. Ah, Lukas geht's wieder gut. Sehe ich gerade. Weil seine Stimmung geht nach oben. Ja, und ich muss hier. Sorry, jetzt geht's kurz Musik aus. Ich sehe gerade nicht, wie lang ich schon. Es ist ein neues Programm. Ich probiere gerade sehr viel aus wieder. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Weil, ja. Ich will da jetzt. Ich möchte immer irgendwie ein bisschen was zu verbessern in meinen Videos. Ich habe vor, ein bisschen mehr zu livestreamen. Darum kümmere ich mich jetzt dann auch demnächst. Oh, was jetzt? Zum Ort springen? Ja, komm, ernten. Zum Ort springen. Brauchst du Hilfe? Ja, komm, wir füttern dich mal. Wie geht's dir, Junge? Eigentlich ganz gut. Stell die mal hier hin. Hat jeder so eine Vase drin? Ja. So ein bisschen Kunst. Und die Nahrung geht nach oben. Da schießt jemand. Wer schießt da? Ah. Spinne. Hat wieder gejagt. Gold. Okay. Das heißt wieder ein bisschen Leder. Oh. Sie hat sich uns angeschlossen. Was kann sie? Oh Gott, das habe ich komplett übersehen. Sie ist halt in allem relativ gut. Sozial ist sie ziemlich gut. Medizin auch. Oh, wir haben noch jemanden, der Medizin kann. Ah. Sie können ein bisschen kämpfen. Okay. Sie hat jetzt aber keine Waffe oder sowas. Konstruktion, also bauen kann sie überhaupt nicht. Okay. Also das freut mich, aber du solltest dich vorerst noch hinlegen, ja. Bist ja noch nicht ganz gesund. Ich weiß nicht, wie es mit ihm so steht. Ob er sich auch uns anschließt, weil sonst muss ich neue Betten bauen hier. Könnte ich eigentlich schon mal ein bisschen vorsorgen. Wow. Hat jemand geredet? Hier. Die Wand lasse ich. Und dann hätte ich gern hier so eine Schneise rein. Und so. Okay. Gut, das wären die neuen Zimmer. Sollten wir bald auch irgendjemanden, der hier auch Nahrung ist gut. Ich brauche aber auch noch Leder. Wespe schmeißt ein Party. Okay. Zum Ort springen. Wespe schmeißt eine Party. Puma jagt. Okay. Wo ist der?
Nein. Wespe, nein. Oh Gott, nein. Alle in Kampfbereitschaft hierhin. Du gehst auch. Ja, oh Gott. Ist niemand verletzt? Perfekt. Es ist niemand verletzt. Puma jagt Wespe. Puma rächt sich. Ah, weil Uni versehentlich ein Kind von dem getötet? Okay. Zum Ort. Gibt es denn auch medizinischer Notfall? Luna, kannst du... schweren Krankheit zu sterben. Ach nein, sie stirbt wegen der Krankheit. Ruh dich aus. So. Handlung. Ja, bitte. Ihm geht's gut. Nein, medizinischer Notfall, Luna. Nein, aha. Wieso? Lukas, könntest du zuerst hier... egal. Die stirbt. An ihrer Krankheit. Hier kann ich jetzt hier auf den Tisch dieses Spiel oder was es ist hinbauen. Da. Davon habe ich, glaube ich, genug. Ah, das geht nicht. Okay. Dann baue ich das hier mal so hin. Sollte Stoff oder sowas. Wo ist denn eigentlich das hier? Ist das kaputt? Das habe ich doch hier mal hingebaut, oder? So. Geht's hier wieder gut? Hier geht es gut. Oder? Körper? Bein? Rechtes Bein. Extreme Wunde. Okay. Aber sonst geht's hier gut. Stimmung geht nach oben. Ja. Araki. Und sie forscht gleich. Ich liebe sie. Ich liebe sie jetzt schon. Und auch, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von RimWorld. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, dass diesmal mit so einem nicht dem rockigen Sound im Hintergrund hat euch gefallen. Das wird jetzt die nächsten drei Folgen auch so sein.
Außer ihr schreibt dann was anderes, dann schaue ich noch, was ich dann mache. Also, ciao. Ah ja, ich muss hier manuell beenden. Aufnahme beenden.